Passet auf mit den Karten. Nur für Notfälle. Yo no saco nada de ese negocio. No, sale ahí. No, para nada. Lo que yo quiero es una cantidad un poco más grande y con un precio, digamos, más accesible. Sí, claro. Hey, Melanie, mi corazón bestimmt vorlässig. Ich müsste reden, allein. Ja, genau 6 Wochen Zeit, um alles zurückzuzahlen, sonst versteigern Sie den Hof von Grossi. Das können Sie doch gar nicht. Bist du im Zoo? Nein, nein, nicht. Dann gehen wir jetzt. Wohin? Ja, zum Zoo, unsere Mayas holen. Das hat keinen Sinn. Das braucht seine Zeit. Das Paket aus Kolumbien geht nie verloren. Auf die erwarten wir sogar. Die meistens Überraschungen. Komm, zeig dir Pass. Nein. Mau, vielleicht hast du deinen Namen falsch geschrieben. Ich habe keinen Pass. Du hast mir ihn doch gezeigt. Ja, aber mein Visum ist schon ewig abgelaufen. Ich kann ihn nicht mehr verlängern, seit mein Vater kein Geld mehr schickt. Und wie willst du das Paket abholen? Das Paket ist nicht an mich adressiert. Sondern? Das weiss ich auch nicht. Das macht ein Freund von mir. Aber es ist ja gar kein Paket aus Kolumbien hier. Das Paket kommt nicht aus Kolumbien. Von wo denn? Keine Ahnung. Mexiko, Guatemala oder Russland. Aber das weiss ich auch nicht. Von wo weißt du überhaupt, dass es hier ist? Das hat mir mein Freund gesagt. Ja, der ruft deinen Freund an. Er hat kein Telefon. Dann gehen wir halt zu ihm. Das geht nicht. Wieso nicht? Ich weiss nicht, wo er wohnt. Columbus. Sag mir jetzt bitte nicht, dass es das Paket gar nicht gibt. Sicher gibt es. Schwör. Klar, schwöre ich. Schwör! Ich schwöre es, du musst nur warten. Kann ich Ihren Pass sehen? Das Paket ist nicht an ihn adressiert. Macht nichts, kolumbianische Staatsbürger interessieren uns auch so. Sag mal, geht's eigentlich noch? Ihr habt ein mega Puff in eurem Laden und wollt auch noch Leute filzen. Ohne jegliche Rechtsgrundlage. Wir finden sie nicht, wir fragen noch. Komm, gehen wir Austern essen. Bei Austern fällt uns immer etwas ein. Super Idee. Was wolltest du denn sonst machen? Arbeiten, Geld verdienen. 160'000 in 6 Wochen. Dann musst du 4'000 pro Tag machen. Sonntag inklusive. Wenn ich die Hälfte zahle, geben sie mir sicher eine neue Frist. Den Hof können sie sowieso nicht verkaufen. Gehört deine Großmutter, nicht dir. Ja und? Wenn sie das rausfinden, bringen sie mich um. Sie können nur verkaufen, wenn deine Grossi einverstanden ist. Dann bringe ich dich um. Sind Sie sicher, dass Sie 8 Stunden am Stück übersetzen können? Für 2'000 Franken am Tag kann ich sogar fliegen. Und Sie sprechen wirklich sehr gut Französisch. Mais bien sûr que je parle très bien le français. Mon père est français. Fangen wir an. Il dit que nous pouvons commencer. Depuis 3 ans, notre pays a donné 30% de son produit national brut pour le service de la dette. Par conséquent, le taux de chômage est monté à 50%. Nous ne pouvons plus payer. Also, die Herren sagen, sie können ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Ist das alles? Wörtlich übersetzen, bitte. Also, Ihr Land hat 30% Arbeitslosigkeit und Sie haben 50% vom Bruttosozialprodukt für Schulden bezahlt. 50%? Haben Sie das richtig übersetzt? Für die Arbeitslosigkeit ist nicht der Schuldendienst verantwortlich, sondern Ihre protektionistische Wirtschaftspolitik. Il dit que le chômage est de votre faute. J'aime pas le ton de ces Allemands. Notre chômage a explosé parce que vos multinationales ont quitté notre pays. L'année prochaine ne rapportera même pas assez d'impôts pour payer les intérêts. Was sagt er?
Übersetzen Sie doch bitte. Ja, also, die Herren sagen, dass sie zu wenig Steuern einnehmen, weil ihre Konzerne das Land verlassen haben. Der Steuerausfall in Mali ist nicht durch Divestitionen ausländischer Investoren zustande gekommen, sondern durch Kapitalverschiebungen inländischer Investoren ins Ausland. Il dit que c'est vous-même qui avez transféré l'argent à l'étranger. Qui? Nous. Il serait allé où cet argent? Wo sollen die Herren denn das Geld hingebracht haben? Moment. Wir haben nicht gesagt, wer das Geld verschoben hat. Haben wir einen Namen? Wie heißt die Firma mit dem Konto in Basel? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de quoi? Ils parlent de la Suisse. Je suppose qu'ils pensent à des comptes suisses numérotés. On ne se laissera pas faire. Pour qui se prennent? C'est un scandale. Nous demanderons des excuses officielles. Was ist los? Was zum Teufel ist denn los? Sie sind beleidigt. Was haben Sie ihnen denn gesagt? Messieurs, il y a sans doute un malentendu. Je vous prie de rester. Excellence, nous demandons des excuses. S'il vous plaît, retournez dans la salle. Monsieur, il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, veuillez rentrer. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, Herr Botschafter, die Ehre hat plötzlich angefangen zu streiten. Ich schäme mich so. Es ist nicht so schlimm. Hätten Sie Lust, heute Abend zu einem Empfang in die Botschaft zu kommen? Der passt doch gar nicht her. Besser als die meisten anderen, glauben Sie mir. Schatz, gut siehst du aus. Was willst du schon wieder? Ich darf doch meine Tochter besuchen. Du kommst immer nur, wenn du Geld hast. Ich will doch kein Geld von dir. Das wäre das erste Mal. Ist der Columbus eine gute Partie? Sieht er aus wie eine gute Partie? Der Bruce ist transzendentaler Gestalttherapeut. Ja, und ich habe auch Probleme. Ich denke, wir könnten bei dir wohnen. Was hier? Ja, nur ein paar Wochen. Der Columbus hat nichts dagegen. Du, klar. Machen Sie sich doch bequem. Ich kann ja in der Badewanne schlafen. Ist wahr? Sicher nicht. Wir hatten so eine Pechsträhne. Cindy hat uns das Visum nicht mehr verlängern und in Thailand haben sie uns mit falschen Edelsteinen hineingelegt. Das hast du letztes Mal schon erzählt, Mami. Überall nur Herzlosigkeit, du Beschiss. Ich bin nicht herzlos. Du bist ein Schmarotzer. Das Gepäck ist uns auch noch gestohlen worden auf der Reise. Komm, hör doch auf Lügen. Eine wunderschöne Uhr hast du? Sie ist wunderschön und du bekommst sie nicht geschenkt. Du bist genau wie ich. Wir haben einfach einen teuren Geschmack. Ich bin überhaupt nicht wie du. Ich studiere, ich werde Diplomatin. Du bist eine Schlampe. Jeder, der dein Hotelzimmer zahlt, kann dich haben. Der Bruce hat Krebs. In ein paar Wochen stirbt er. Dir ist wirklich gar nichts heilig, oder? Irgendjemand muss ja bei ihm sein, wenn er stirbt. Ich habe momentan selber kein Geld, Mami. Wie viel willst du mir da abknöpfen? Ja, wenn ich ins Hotel muss. Ich weiß ja nicht, wie teuer die Hotels da in Zürich sind. Mehr als 300 kann er nicht geben. 5 muss ich schon haben. Aber da kommst du nicht mehr dieses Jahr. Aber es ist doch erst Juni. Wie der Mensch. Ich wusste, ich habe die beste Tochter auf der ganzen Welt.